Jonna macht sich Gedanken über John. Ja, ich hab mit ihm so schwer. Ich hab mit so schwer. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Ich nehme ihn immer ernst. Weil er nämlich nicht nur harte Sprüche bringt, sondern einen auch direkt voll hart ansieht. So nicht so einen harten Spruch und dann lachen, sondern dann nochmal einen drauf, sozusagen mit seinem Blick. Ich komme da irgendwie gar nicht drauf klar. Red doch mal mit ihm darüber. Wäre ja schade, wenn in einer ruhigen Minute mal. Aber gestern war der süß auf der Couch. Ja, das habe ich vorgebraucht. Gekrault werden wie ein Kätzchen. Ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn ich ihm das sage. Pass auf, nicht, dass du ausrutschst und du schon in deine Füße rein. Nochmal. Weiter, guck. So hält man die. So, ja, dann so. Aber erst ziehen, guck so. Ja? Ja. Und dann nach hinten. Und dann voll durchziehen und dann drauf. Okay? Wenn ich ihn jetzt hochhebe? Ja, jetzt musst du ihn andersrum draufschlagen. Wie andersrum draufschlagen? Wenn er so stecken bleibt, ja, dann muss man ihn so drehen, so. So. Mhm. Und dann so mal, schau. Oh. Aber wenn er stärker drin ist, dann geht er. Guck. Ja. Du musst über den Kopf gehen. Ja, jetzt bild erstmal eine Linie, eine mittige Linie, ja, so. Guck, jetzt ist das Ding genau in der Mitte. Ja, und jetzt durch. Muss halt stärker sein. Ja, die Technik ist schon gar nicht schlecht. Warte, bis meine Hand weg ist. Mhm. Nochmal Ziel. Ja. Das muss halt mit mehr Schwung kommen. Ja. Oh, geil. Wird dir kalt? Mm-mm. Ja! Geht doch. Fühlt man sich richtig stark. Kerstin und Manuela unterhalten sich über die Absprache von Jürgen und Zlatko. Ja, aber irgendwie ist es schon hart, dass sie sich abgesprochen haben. Oh Gott. Ich hätte das auch nicht gedacht. Das hätte ich. Also. Ja, irgendwie. Ja. Vor allem, wie heftig, wenn du das jetzt weißt, ne? Mhm. Aber ich werde das auch. Ich werde das sicher Alex auch weiter sagen, weil. Ist schon eine Aussage, finde ich. Ich denke mal, wir brauchen uns auch gar nicht groß absprechen. Nee. Also denke ich einfach mal so. Naja, wo wir neulich mal geredet haben am Tisch, da hat sich einiges verändert. Wo neulich am Tisch? In der Küche mal. Letzte Woche.
Ach so, wir vier. Mhm. Aber es ist sowieso total egal, weil es gibt drei Personen und dann gibt es vier Personen und dann gibt es noch mal eine. Mhm. Die vier Personen wären alle die drei. Selbst wenn wir total konfus wären, kriegen zwei vier und eine drei. Oder? Ne, stimmt ja gar nicht. Ach, stimmt. Ne, zwei, drei und eine zwei. Wollte ich gerade sagen. Mhm. Es kann bei uns sein, dass vielleicht eine Viererstimme dabei ist. Ja. Und selbst wenn eine Dreierstimme nur dabei ist, dann bist du auch schon dabei. Ja. Ja, das kann jetzt jeden treffen. Weil du nie mit dem zufrieden bist. Nie hart zu mir selbst. Nie wirklich hart zu mir selbst sein kann. Ja. Ha, jetzt die gleiche Becherfarbe. Ha, 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 ha. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ich habe ja heute auch schon über deine Oropax bestimmt. Liebes Paar, küsst euch mal auf den Mund. Ist gesund. Oh, Lakritze, Lakritze. Der Pipi-Mann muss in die Ritze. Das hat was mit der Grinse. 80.000, das ist nämlich romantischer als auf den Fidschi mit Suva mit 800.000, wo die Surfer sind. Genau. Nordkorea? Pyongyang 22,4, Südkorea, Seoul 45,8. Das Doppelte mit einem Tausender mehr. Genau. Beziehungsweise mit einem Tausender weniger, weil den wollten sie nicht aufteilen. Genau. Weil Pyongyang. Costa Rica. San Jose, die Zahl ist 3,4. San hat drei Buchstaben und Jose 4. Tuvalu. Und Monaco, Monaco-Ville, Glück gehabt, 33.000. Sag mal bitte, ey, das gibt es doch nicht. Was denn? Ja, was die da für Scheiß kommen? Das ist echt der Hammer. Glück gehabt. Und Bulgarien ist Sofia, weil das ein sehr alter Name und Sofia ist 88 Jahre alt. Also 8,8 Millionen. Ja, und Burund, Bujumbura, rund ist die Schwangerschaft und Bura die Geburt. Und das kommt nach dem Sex. Also 6,3, weil 6 plus 3 ist 9. Und 9 Monate dauert eine Schwangerschaft. Die Bewohner müssen regelmäßig die Batterien ihrer Mikrofone auswechseln. Mehr für heute Abend. Was ist die Thema? Ich habe noch nicht gelesen. Wir müssen nachdenken. Wir machen nach Akku. Können wir das nicht heute mal hier an diesem Tisch machen? Oh, ich glaube, das geht nicht. Ich hätte gerne eine. Ich hätte gerne eine volle Akku. Nee, musst du, glaube ich, generell in der Wohnzimmer machen. Ja, sonst gibt es eine Krache mit dem dicken Bruder. Gerne. Steht das im Regelbuch? Ja, man muss ja machen Diskussionsthema in der Wohnzimmer, sonst aber gibt es ganze große Ärger mit dicke Bruder. Richtig. Aber steht da gar nicht. Richtig. Ich habe noch drei volle Akkus hier. Gib du mir eine Akku für einen Preis für eine halbe, hä? Kann ich bitte haben die Akkus, die restliche? Moment. Weg da. Ist meine Akku? So, ich habe immer noch eine Akku. Eine Akku? Wem ist denn? Gestern hast du mir eine Akku gegeben. Ist das dein wieder? Ja. Kannst essen. Ja? Machen wir Diskussion. Ja. Die Bewohner sprechen über das Für und Wider von Atomkraftwerken. Wenn es darum geht, selber Strom zu verbrauchen, aber Sachen, die du dir kaufst, die in der Herstellung Strom benötigen, hast du nicht die Möglichkeit, da nochmal extra zu wählen, ob die in der Herstellung nun für die Herstellung dieser Produkte eben den Strom aus Atomkraft ziehen oder weiß ich woher ziehen. Mhm. Weil die großen Werke werden einfach gucken, dass sie es billig kriegen und die werden es dann schon produzieren. Von daher ziehen. Ich denke mal, man sollte vielleicht bei solchen Sachen schon für sich selber auswählen und sagen,
oder besser gesagt nicht sagen, ach, ich als Einzelner kann das sowieso nicht trennen, also leckt mich am Arsch. Weil ich denke, wenn sich jeder so ein bisschen mal hinterfragen tut und guckt, wie viel es im Endeffekt ausmacht, kann man schon jeder so seinen Teil dafür beitragen. Man darf es natürlich auch nicht übertreiben. Ich finde aber schon, wenn man in Deutschland sieht, wie viel Geld ausgegeben wird für unnütze Sachen, ja? Deutschland ist eigentlich auch, wenn man jetzt überlegt, wie viel Schulden Deutschland hat, bla bla, ja? Wir sind eigentlich ein relativ reiches Land, ja? Und ich finde, es gibt viel, was nicht wirklich nötig ist, was man eher da reinstecken könnte. Ich denke mal, dass es auch viele Leute gibt, die sich damit überhaupt nicht befassen, weil für die ganz andere Sachen wichtig sind. Ja, es gibt schon Leute, die sich damit befassen, aber die große Industrie geht hin und macht die Sachen wieder kaputt. Die kaufen ja, die ja, aber ich, ja, Patente ja, klar, auf, die Patente richtig. Werden dann nicht mehr entwickelt, ja. Weiter werden dann nicht mehr verkauft, weil die haben so, die Patente ja. Im Schrank und Feierabend, weil die ihr Zeug verkaufen wollen. Nein, ich meine jetzt so kleine Normalbürger, dass die gar nicht die Möglichkeit, also die sich da gar nicht mit befassen, weil für die andere Sachen das nackte Überleben zum Beispiel oder so viel wichtiger ist. Nö, kleine Bürger wird sich auch damit befassen. Ja, aber nicht, also ich denke nicht der Großteil. Zusehen, da muss der Staat einfach mal zusehen, dass er Subventionen nicht in irgendwelche großen Firmen, die Milliardengewinne trotzdem machen, reinsteckt oder in Frachtbauten, die teurer werden als geplant, sondern da muss man einfach mal hingehen und sagen, wow. Jetzt investieren wir mal in Energie, eine neue Energie. Ja, aber wenn du das so siehst, wie du das gerade gesagt hast, dann ist der kleine Mann, kann ja eigentlich gar nichts daran machen. Doch, dann sind das ja nur die großen Firmen, die das steuern. Der wählt die Partei. Der wählt die Partei, der kleine Mann. Und kein kleiner Mann geht auf die Straße und demonstriert für irgendwas. Weil da haben die alle die Leck mich am Arsch Einstellung. Die gehen zwar zur Wahl oder weniger zur Wahl und denken dann einfach, pff, zur Wahl geht doch kaum noch einer, wenn ich Wahlbeteiligung gesehen habe. Zur Wahl geht doch kaum noch einer. Das geht dann auch, das stecken wir so weg. Ja. Wenn wir in Frankreich leben würden oder in Italien, da würde alles ganz anders aussehen. Ja, in Frankreich geht alles viel radikaler ab, ne? Ja. Und das sollte man eigentlich mal hier, naja, ich will ja niemanden hetzen, aber ich finde einfach, wir stecken viel zu viel ein. Wir stecken alles viel zu Politik. Viel weg. Ich denke mal, du hast, viele Leute sagen, wie gesagt, die haben halt diese Meinung, du kannst als Einzelner nichts tun und das ist halt die falsche Meinung. Ja. Jeder Einzelne für sich kann was tun, auf jeden Fall. Wenn er sich ein bisschen informiert, kann jeder seinen Teil dazu beitragen. Ja, das Doofe ist, dass du selber hingehen musst und musst dich informieren. Und dazu sind die meisten faul. Also ich schließe mich da auf jeden Fall mit ein. Ja. Es müsste einfach so eine Informationskette geben, die anhand von Werbungen immer wieder preisgegeben wird. Sodass du automatisch immer informiert bist, wie du Energie sparen kannst. Ja, aber damit schiebt man es doch schon wieder auf den Nächsten. Ja, natürlich schiebe ich das da drauf. Ich würde ja gerne was machen, aber wenn mich dagegen unterstützt oder wie auch immer, mache ich dann erstmal doch nicht. Ja. Oh, man könnte einiges ändern. Da muss aber jeder selber. Aber ich glaube, wir haben viel zu wenig Ahnung davon, was diese Umstrukturierung kostet. Wir können, glaube ich, gar nicht so mitreden, weil wir viel zu wenig Ahnung davon haben. Eigentlich. Die Volksempfindung. Ja, wir wissen doch gar nicht, wie das gerechnet wird, alles. Ich meine, und die Politiker haben ja, glaube ich, auch entschieden, dass auf langfristiger Basis Atomkraftwerke immer weniger abgebaut werden. Ne? Das ist ja entschieden worden. Ja. Ja, aber man kann ja im Kleinen schon mal anfangen. Das ist ja, weiß ich nicht. Nein, natürlich ist es besser. Ich würde auch sagen, wunderbar, wenn es keine Atomkraft mehr gibt. Klar, aber machbar ist, glaube ich, nicht, dass es so einfach ist. Ja. Also sind wir uns da alle einig, dass wir froh wären, wenn es keine Atomkraftwerke mehr geben würde. Aber wir sind uns auch alle im Klaren darüber, dass die von heute auf morgen nicht verschwinden werden. Aber dann bitte auch in unseren Nachbarländern. Das wollte ich nämlich sagen. Was nützt das, wenn die bei uns alle weg sind, aber in den Nachbarländern ringsrum noch stehen?